Es ist eine Tradition, der Ostermarkt im Oder Center. Für Ralf Müller allerdings ist alles neu. Der Center Manager, der auch schon in Neubrandenburg tätig war, übernimmt im April das Oder Center und wird jetzt schon von Norbert Fels in das Geschäft eingewiesen. Dieser wird sich innerhalb der MEC neuen Aufgaben stellen und das Management des Fördeparks Flensburg sowie des Friesencenters Neumünster übernehmen, was vorher Herrn Müller oblag. Dennoch blicken beide Seiten positiv in die Zukunft. Ein sehr schönes Gefühl. Ein Brandenburger, geborener Brandenburger, der freut sich immer, in seine Heimat zurückzukommen. Und ich war ja auch schon mal ein ganzes Stück weit hier in der Region tätig. Und dem Herrn Fels übergebe ich den Staffelstab an die dänische Grenze und ich gehe an die polnische Grenze wieder retour. Was erhoffen Sie sich für die kommende Zeit? Eine tolle Zusammenarbeit mit allen Mietern, mit allen Kunden hier am Standort. Und man muss wirklich mal mit Stolz sagen, es ist ein tolles Center, es sind tolle Mieter und tolle Mitarbeiter. Für Norbert Fels heißt es weiterziehen, in eine unbekannte Region sich neuen Herausforderungen stellen. So richtig Gedanken habe er sich über den neuen Standort noch nicht gemacht. Schließlich möchte er seine ganze Kraft darin investieren, das Oder Center ordentlich abzugeben. Trotzdem, Wehmut bleibt. Nach 4 Jahren Oder Center fällt einem das natürlich wahrlich schwer, sich von so einem Standort zu verändern. Aber Sie wissen ja, bei uns ist das nie das, was man Routine nennt, sondern es gibt neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Darauf freue ich mich natürlich auch. Er war so lange wie keiner vor ihm Manager des Centers und hat sich privat engagiert. Die Uckermark ist für ihn im Laufe der Zeit zur Heimat geworden. Was werden Sie besonders vermissen? Naja, die Menschen hier, die Aktion, die Landschaft, das ist all das, was ich mir dann auch so zum Hobby gemacht habe mit meiner privaten Homepage. Einmal in der Woche durch die Uckermark ziehen, Fotos machen und natürlich ein super gutes Team und Mieter, auf die man echt stolz sein kann. Immer für einen Spaß zu haben und trotzdem kompetent, das schätzen die Mieter an Herrn Fels. Obwohl für die Kunden und Händler kaum etwas vom Führungswechsel zu spüren sein wird, ist der ein oder andere doch etwas traurig. Ich finde es schade, dass der Herr Fels geht, denn er war ein netter, sympathischer Kollege, wenn ich mal so sagen darf, in dem Sinne. Aber das bringt der Wandel der Zeit so mit sich. Und sicherlich werden andere Leute darüber entscheiden. Er war sympathisch gewesen, Herr Fels. Doch, da sind wir alle sehr traurig, denke ich, weil da spreche ich viel mehr Zahl. Er ist doch ein sehr offener Typ. Ist schon traurig. Okay, was erhoffen Sie sich jetzt von der neuen Positionsführung? Na, dass das beibehält, so wie vorher. War ja ganz locker und war okay so. Also ist eigentlich schon schade, weil wir über Jahre eigentlich ein gutes Verhältnis und eigentlich alle zufrieden mit ihm waren. Also ich kann ja zumindest nur von meiner Person sprechen. Schade. Da sind wir sehr traurig drüber. Weil? Mit Herrn Fels war die Zusammenarbeit echt traumhaft. Also von allen Center-Managern hatte vielleicht jeder seine Vorteile, aber mit Herrn Fels war das echt eine super schöne Zusammenarbeit. Gerade unsere Frau Löwe, Filialleitung, war ja in der Center-Gemeinschaft die Vorsitzende und da war die Zusammenarbeit mit Herrn Fels echt traumhaft. Für den Nachfolger sind die Weichen gestellt. Der Ostermarkt mit den kleinen Küken, den Kaninchen und natürlich den Ostereiern wird auch in diesem Jahr die Besucher erfreuen. Ralf Müller lässt sich vom bunten Treiben überraschen und blickt positiv in die Zukunft. Schließlich wächst man mit seinen Aufgaben.